Schönen guten Tag, der Hombi von Hombis Welt hier, ich grüße euch. Ja, ich befinde mich in, ich weiß gar nicht, zu welchem Ort das gehört, das ist in der Nähe von Kessel bei Kleve. Und hier treffe ich mich jetzt gleich mit dem lieben Malexius und dann fahren wir von hier aus nach Holland rüber, wird irgendwie so eine 53, 54 Kilometer Tour. Ja, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen früher hier und Rad ist abgeladen, ist ja quasi schon fast am Start, belade ich jetzt. Und dann warten wir mal auf den Malexius und dann geht's auch schon los. Ich freue mich. Wetter ist... Ich würde sagen, geil. Und ich hoffe, das bleibt so. Hallo! Guck mal, wer da ist. Guten Morgen. Der liebe Malexius. Hallo. Wir machen eine Tour. Freust du dich? Ich freue mich sehr, ja. Wetter ist immer noch schön. Ja. Es wird schön. Jetzt, wo ich da bin. Ja, dann sowieso. Wenn der Malexius kommt, dann ist die Sonne, geht die Sonne immer auf. Obwohl, dann nachmittags sollen wieder Wolken kommen. Ne? Echt? Oh. Mhm. Von Holland rüber nach Deutschland, nach Nord-NRW. Ach, das ist egal, wir sind in Holland heute. Stimmt, genau. In Deutschland. Da hinter mir wäre der Weg gewesen. Geht schon gut los. Aber da vorne ist ein Highlight. Da müssen wir hin. Müssen wir außen rum. Ja, da haben wir die erste Windmühle gefunden. Malexius habe ich immer noch nicht abgeschüttelt. Aber ich suche mir gleich eine Schotterpiste. Der hat nämlich keine Federung. Hallo, Pferd? Das ist ja schön. Ja, hier haben wir einen wundervollen Kreisverkehr. Passiert ja schon mal in NL. Kurven auch. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch richtig sind. Der Malexius meckert auch nicht. Wir müssen da hinten rein. Ich wollte euch mal diese wundervolle Wiese hier zeigen. Vor allem, was ist das? Zwischendurch, ich meine, das Rote ist, glaube ich, Mond, ne? Und das Blaue? Richtig schön, oder? Bis auf diese komischen Touristen hier. Die Deutschen meinen, die können sich hier alles erlauben. So, das ist der, spreche ich bestimmt falsch aus, der Mooks-Kanal. Mooks, ich schreibe es unten drunter. Und ja, scheint wohl hier so ein Anglerparadies zu sein. Aber sobald Wasser ins Spiel kommt, sage ich jedes Mal, ist die Welt da wieder in Ordnung. Es ist sehr windig heute. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. So, wir haben hier eine Aussichtsplattform gefunden. Wir sind jetzt ungefähr anderthalb Stunden hochgelaufen. Oder vielleicht nicht anderthalb Stunden. Da sind die Räder. Hast du auch so Höhenangst? Aber ich war hier schon mal. Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Doch, da hatte ich die Insta neu. Ich war ja schon mal. Das wackelt hier aber ganz schön, ne? So, da ist nochmal der Gerät in voller Größe und Länge. Oh.
Warte mal, Lexus hat schon seinen ersten Akku leer geballert. Ja. Warum machst du denn? Filmst du so viel? Ja, weil hier schön ist. Malexius macht jetzt nur noch Videos in Spielfilmlänge. Man muss dich ja auch zeigen, du bist ja schön. Oh, habt ihr das gehört? Hör mal, jetzt müsst ihr aber auch auf seinem Kanal auch mal ein Abo dalassen, ne? Ein schöner Hombi in den Niederlanden. Genau. Ja. Ein schöner Hombi kann nichts erstellen. Entstellen, so. Erstellen. Ich glaube, Monster gibt es ja hier nur. Auch hier gibt es Monster, ja. Muss ja mal einer normal sein. Genau. Ist aber ganz schön schleimig hier geworden. Pünktlich mit dem Glockenstab, da ist Schlag, da ist die Kirsche, sind wir hier an der Maas. Ist das nicht mehr der Rhein-Herne-Kanal? Ist das die Maas? Also die fließen ja ineinander, ne? Am holländischen Eck, da fließt da der Rhein, die Mosel und die Maas und Rhein-Herne zusammen, ja. So, jetzt sitzen wir und ich reg mich gerade auf über das Pfandsystem. Das ist ein anderes Pfandsystem als bei uns. Das heißt, wir müssen die Dosen entweder im Wald schmeißen oder einen Supermarkt finden oder zu Hause entsorgen. Aber zu Hause kann man die nur entsorgen. Das ist doch auch kein, nicht, der Sinn ist doch nicht gegeben. Meiner ist kein Pfand. Ja, meine irgendwie schon, wenn das der Pfandsymbol ist. Vielleicht, man weiß es nicht. Wir gucken mal. Zieht sich langsam zu, die Sonne geht weg. Wir lassen uns aber überraschen. Aber heute habe ich ja zumindest eine Jacke an, die regendicht ist. Und wir müssen hier rechts. Ist sehr straßenlastig, die Tour, aber in Holland kann man ja gut auf der Straße fahren. Da haben wir noch mal eine ganz alte Windmühle. Schön. Der Kollege, der fängt schon an, sein YouTube-Video zu schneiden. Das macht er immer während der Fahrt. Ja, auf Komoot ist er immer wieder Verlass. Das wäre ihr Weg gewesen. Fahren wir da vorne her. Ich glaube, den Kühen geht's gut. Die sehen so gechillt aus. Ja, hier sind wir an so einer Bird irgendwas, blende ich ein. Ich denke mal, hier kann man den Vögel beobachten. Oder einfach nur auf dem Mars gucken. Ja, wir gucken mal. Wir suchen jetzt gerade was zu essen. Wir waren gerade in einem Dorf. Da gab es eine Kirche, aber keine einzige Bude. Wir suchen weiter. So, wie sich das traditionell in Holland gehört, haben wir beide natürlich Frikandel. Alexius staubtrocken, ich wenigstens spezial. Guten Appetit. Dankeschön. So, meine Freunde, wir sind wieder on the road. Essen war, wir haben keinen Hunger mehr, sagen wir so. Hab schon viel, viel, viel besser gegessen in Holland, auf die Kandel. Und da sieht man auch, da kann man was falsch machen. War auch sehr kalt das Essen, aber wir wollen jetzt auch nicht irgendwie diskutieren. Hat sich echt zugezogen, seht ihr ja im Hintergrund.
Und wir hoffen, wir bleiben trocken. Mein Lexus ist da vorne. Den habe ich auch mitgenommen. Ja, schöne Grüße, mein Lexus, ne? Wenn du das Video sehen solltest. Ja, 22,5 Kilometer noch. Ja, aber komischer Weg hier. Wir sind wieder auf Asphalt, aber nicht auf der Route. Die Route geht weiter diese Grasgeschichte lang. Ist ja die Hölle. Das waren Treckerspuren, da waren bestimmt mal irgendwann Weg, aber da wurde, glaube ich, lange nicht gemäht. Ja, und jetzt sind wir wieder auf Asphalt und ich hoffe, wir bleiben auf Asphalt, weil da vorne sagt er wieder links. Und links war ja... Ja, aber jetzt fährt er bei Lexus vor, also ist er auch schuld. So, meine Lieben, der Malexius, der ist schon wieder müde, der braucht schon wieder Pause. Sonne kommt so ein bisschen durch. Die sieht hier noch an der Niers. Und setzen wir uns jetzt da vorne auf die Bank. Und machen ein Päuschen. Ne? Oder? Wir machen jetzt ein Päuschen, bis du wieder kannst, ne? Man muss sich ja ein bisschen wieder aufladen. Ja, genau, genau. Ist wie beim Handwerken. Ein Handwerker macht ja keine Pause, gibt dem Werkzeug Zeit, sich abzukühlen. Das Werkzeug ist ja das Bier beim Handwerken. Ach so. Hast du so schon mal wir haben noch 5 Kilometer, so langsam nähern wir uns wieder dem Parkplatz. Mal Fazit, ja, in den Niederlanden kann man natürlich wesentlich besser fahren als in Deutschland. Da brauchen wir uns ja nicht mehr drüber unterhalten. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, man kann ja wesentlich besser fahren, ist besser ausgelegt für Radfahrer. Strecke war mir jetzt persönlich ein bisschen, also ich habe bei Komoot auch einfach nur ein paar Punkte angeklickt. Ums Wasser rum muss ich nächstes Mal verbessern, weil war mir jetzt ein bisschen zu straßenlastig. Also sind viele kleine Straßen gefahren, durch viele kleine Ortschaften durch und ja, ich habe halt lieber so Wege wie hier. Ja, mein Lexus heizt da vorne auch noch. Ja, und wenn nichts mehr passiert, sehen wir uns gleich am Auto, ne? So den Schlussworten quasi. Wenn Malexius dann noch seine letzten Worte sprechen möchte, weiß ich nicht. So, der Hobel ist schon wieder gepackt. 64 Kilometer. Fahrzeit 3 Stunden 39. 213 Höhenmeter. Das ist ja nur mal in den Niederlanden, ne? Malexius ist total schüchtern geworden hier in Holland. In den Niederlanden. Er versteckt sich da hinterm Auto. Ja. Da ist er!
Da ist er. Ja, möchtest du meinen Followern was sagen? Ja, war eine richtig gute Tour. Und die sollen auf deinen Kanal gehen, ne? Sein Kanal ist natürlich unten drunter verlinkt. Ich wollte mal was über die richtig geile Tour sagen. Hat mir sehr gefallen heute. Ja, das und, ist doch cool. Hombi habe ich ja lange nicht mehr gesehen und hat mich. Stimmt, wir haben es ewig nicht gesehen, ne? Freut mich wieder zu sehen heute. Genau, und morgen sehen wir uns wahrscheinlich wieder. Aber das verraten wir noch nicht, ne? Nee. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Trocken geblieben, jetzt muss er noch eine Stunde trocken bleiben, nämlich zu Hause, dann Fahrrad abladen und dann kann er schön. Dann geht's ja. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitkommen, danke für die Tagbegleitung, sagt man das so. Ja, wir düsen jetzt heim. Ja. Ciao. Ciao.